Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer 2. Ich habe Simon kurz alleine gelassen. Muss ich das Spiel neu laden oder steht er gleich wieder auf? Simon? Okay, alles gut. Ich war kurz erschrocken. Ich hatte gespeichert in der Pause, also wir hätten auch neu laden können, falls er wirklich ein alternatives Ende gefunden hätte. Okay, wir wollen an dem Magierwettbewerb teilnehmen und deswegen gehen wir jetzt mal ins Zelt. Simon, alles gut? Ich gehe mal jetzt davon aus. Wir gehen mal rein. Dieser Wettbewerb ist noch nicht so recht nach meinem Geschmack. Mhm. Warum? Ja, wir sind am Anfang des Spiels. Klar, schaffen wir das jetzt noch nicht. Aber was ist dein Problem mit der Sache? Also wir können alle Magier gucken. Alles klar, dann machen wir mal Magier 1 gucken. Der sieht besonders spooky aus. Er stinkt wie ein Schrank voller Mottenkugeln. Spuckt hier irgendjemand? Ah ja, er da. Okay, alles klar. Also der stinkt. Können wir mit dem Stinkgeboy reden? Alles klar, Bruder? Psst, siehst du denn nicht, dass ich versuche zu lesen? Ich kann dir helfen. Ich hab's schon vor Jahren gelernt. Ich bin stolz auf dich, dass du vor Jahren das Lesen gelernt hast. Er scheint etwas verschnupft zu sein. Ich glaube, der hört einfach schlecht, oder? Reden. Hallo, Bruder! Was hast du gesagt? Ich sagte, hallo, Bruder! Du bist nicht mein Bruder, Junge. Ich meinte auch mehr im spirituellen Sinne. Bitte? Vergiss es. Ich habe einen höllischen Schnupfen, weißt du? Ich kann absolut nicht riechen. Okay, deswegen sitzt er auch wegen neben Stinkeboy. Okay, alles klar, macht irgendwie Sinn. Was ist mit dem Nächsten? Er sieht aus, als wäre er bereits sehr, sehr alt. Ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwie da für jeden was finden müssen. Vielleicht müssen wir die loswerden, damit wir früher dran sind. Wie geht's, Bruder? Ich sagte, wie geht's, Bruder? Er meditiert. Oh. Der nächste scheint blind zu sein. Dem hier wachsen Spinnweben aus dem Ohr. Aha. Was geht ab, Mann? Nicht viel. Ich warte hier bereits seit Stunden und nichts ist passiert. Klingt wie mein Liebesleben. Simon, du bist nur ein junger Bub. Das nächste ist der Tod. Der hat sein Verfallsdatum auch schon überschritten. Du siehst aus, als würdest du schon länger warten. Nicht gerade der ideale Gast für eine Talkshow. Ja, vor allen Dingen leuchten die Augen spooky. Hm, schaue an. Wer da? Ein weiterer Zauberer. Der sieht zu gewöhnlich aus. Ich wüsste nicht, was ich ihm sagen sollte. Fast wie eine etwas rundlichere Kopie von Simon, so vom Kittel her. So, aber jetzt mal zum Spucker. Ein Zauberer, genau wie ich. Hey Mann, was glaubst du, wie deine Chancen stehen? Ziemlich gut, würde ich sagen. Ach ja? Ich bin ein Druide des 68. Levels und habe 275 Magiepunkte. Oh, das ist schon ganz gut, oder? Ich habe außerdem Jahre damit verbracht, die 7 großen Geheimnisse zu studieren und mit meinem Geist kosmische Wolken erforscht. Mein ganzes Leben habe ich auf diese Anstellung ausgerichtet. Dieser hier könnte zum Problem werden. Ich bin außerdem ein Lieblingscousin des Königs. Dieser hier ist ein Problem. Ich muss das Teilnehmerfeld irgendwie ausdünnen. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon, Simon. Denn er liest und schläft und liest und schläft, glaube ich. Der hier erinnert mich an meinen Chemielehrer. Mhm. Ich wüsste nicht, was ich ihm sagen sollte. Okay, also
Teilnehmer fällt aus, denn Simon hat es jetzt selbst gesagt. Dann gehen wir mal wieder raus da. Hier vorne können wir wahrscheinlich nirgendwo lang, ne? Nee. Dann gehen wir mal wieder raus auf die Oberwelt. Und überlegen uns, wo wir hingehen könnten. Ja gut, dann gehen wir einfach mal auf den Marktplatz. Den hatte ich doch... Hä? Da war doch gerade Marktplatz. Da, Marktplatz. Nee, jetzt gehen wir zum Kreditbüro. Dann schauen wir uns zuerst beim Kreditbüro um. Bin ich flexibel. 3000% Interesse? Okay. Und ziemlich traurig aussehender Clown. Und ein Gullideckel. Dann schauen wir uns erstmal nach dem Clown. Ein dicker, langweiliger Clown. Och, Simon, das kann man dem doch nicht so ins Gesicht sagen. Hallo? Hallo? Dieses Gespräch geht ab wie die Feuerwehr. Möchtest du einen Witz hören? Klar, ist er gut? Darum erzähle ich ihn dir ja. Ich arbeite gerade an ein paar brandneuen. Okay, schieß los. Okay, also, was ist gelb und hüpft auf der Wiese? Eine getobte Sonnenblume, Postfrosch, chinesisches Känguru. Eine getobte Sonnenblume. Chinesische Kängurus, falls es sie überhaupt gibt, sind mit Sicherheit auch nicht gelb. Es gibt aber zumindest gelbe Frösche, so Freigiftfrösche und so. Das ist eh eine Scherzfrage. Ein Postfrosch? Du kanntest ihn schon? Der ist doch uralt. Na schön, ich weiß noch einen. Wie viele Spieler hat das Intel-Fußballteam? War das jetzt wirklich richtig? Also 11, 12 oder gar keine, da es nicht voll DOS-kompatibel wäre? Das klingt so abstrus, dass es wahrscheinlich richtig ist. Gar keine, da es nicht voll DOS-kompatibel wäre. 10,9997. Sie haben es mit Ihrem neuesten Prozessor ausgerechnet. 10,9997. Verstehst du nicht? Hoffentlich nimmt uns diesen Witz niemand übel. Warte, kennst du die Geschichte mit der Butter? Nein, ich glaube nicht. Erzähl sie mir. Besser nicht. Du könntest sie verbreiten. Ich kann nicht glauben, dass ich auf den reingefallen bin. Nun, was denkst du? Du hast ein Riesenproblem, Kumpel. Diese Witze sind noch älter als die von Otto. Oh, nun, ich bin sowieso fertig. Nimm's leicht. Bleib unerreicht. Man kann im Leben nicht nur gewinnen. Danke für die Lebensweisheit, Simon. Also ich glaube, das mit der Butter macht auf Englisch vielleicht Sinn, oder? Egal, also wir haben mit Sicherheit irgendwie zumindest ein bisschen über die Witze gedacht. Was hat's mit dem Kanaldeckel auf sich? Er sieht sehr schwer aus. Können wir den öffnen? Ich brauche etwas, um ihn aufzuhebeln. Vielleicht ein Baseballschläger. Wobei es da bessere Sachen wahrscheinlich gibt. Das funktioniert so nicht. Okay. Wieso hat der hinterher noch so gelacht? Ja, genau, das weiß man nicht. Also hier brauchen wir irgendwas zum Aufhebeln. Wird organisiert. Nee, das scheint nur irgendwie so ein Luftballon irgendwas zu sein. Können wir hier reingehen? Das sieht irgendwie sehr modern aus. So, die Dame, die Tür und ein Zertifikat. Fangen wir mit dem Zertifikat an. Kann ich Ihnen helfen, mein Herr?
Simon backt ein bisschen vor sich hin. Kredit, Bett voll. Ja, wird's wohl nicht haben, wir fragen trotzdem. Ich weiß nicht. Haben Sie zufällig eine Dose Bad Full? Ich fürchte nein, mein Herr. Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Simon hat sich gerade unsichtbar gemacht. Was genau ist das hier? Dies ist das Kreditbüro GLTAI und Co. Einige der Gerüchte über uns sind übrigens stark übertrieben. GLTAI, GLTAI. Schon verstanden. Welche Gerüchte? Die meisten sind übertrieben, wie gesagt. Vor allem diese über die Möller-Familie in der 74. Sind Sie an einem Kredit interessiert? Ich weiß zwar noch nicht für was, aber mal gucken. Welche Kreditarten bieten Sie denn an? Nun, da wäre zum einen der traditionelle Geld- oder Lebenkredit. Dann haben wir den verwandten Überraschungskredit. Außerdem gibt es noch den medizinische Experimente-Kredit und den Sklaverei-Option-Kredit. Natürlich können wir auf Wunsch auch einen Mischkredit gewähren. Mhm. Was genau ist der Geld- oder Lebenkredit? Das ist unser Standardkredit. Wir leihen Ihnen 2000 Goldstücke und falls Sie sie nicht zurückzahlen können, verkaufen wir die wertvollsten Organe Ihres Körpers an Krankenhäuser. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja gut, das wäre dann quasi für einen guten Zweck. Wie ist der Verwandtenüberraschungskredit? Nun, er läuft ähnlich wie der Geld- oder Lebenkredit. Nur müssen bei diesem Ihre Verwandten für Ihre Schulden aufkommen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Simon, hast du Verwandte? Müsste ich mir Sorgen machen? Können wir den abschließen? Mal gucken. Wie wär's mit dem medizinischen Experimente-Kredit? Sollten Sie das Geld nicht zurückzahlen können, dann haben wir das Recht, an Ihrem Körper kosmetische Testoperationen durchzuführen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wie sind die Konditionen des Sklaverei-Option-Kredits? Die Option beinhaltet, dass wir Sie als Sklaven verkaufen dürfen. Sollten Sie das Geld nicht zurückzahlen können, kann ich sonst noch etwas für Sie tun? So, jetzt können wir dann... Der Geld- oder Lebenkredit ist okay, denke ich. Ich nehme den verwandten Überraschungskredit. Medizinische, ja, wir können die einzelnen Kredite annehmen. Aber ich wüsste jetzt halt noch nicht, wieso wir das machen sollten. Also deswegen tun wir lieber nochmal nachdenken. Ich muss erst mal darüber nachdenken. Kein Problem, mein Herr. Kommen Sie jederzeit wieder. Simon, kannst du dich bitte mal wieder sichtbar machen? Das ist irritierend. Simon? Er ging scheinbar durch die Tür, so irgendwie, so halbwegs. Simon? Och, Spiel. Gib mir mal 3 Sekunden. So, und weiter geht's. Ich habe nochmal neu geladen von vor dem Zirkuszelt. Ich habe nicht mit den Magiern gesprochen, ich habe sie nochmal kurz angesprochen, damit sie uns vielleicht nicht anspricht. Wenn wir wieder versuchen, nach dem Zertifikat zu gucken und bitte nicht wieder irgendwo verbuggen, mein lieber Simon. Ja? Das ist Ihnen für gute Kundenbetreuung verliehen worden. Mhm. Können wir das mitnehmen, zufälligerweise? Ich bekäme es nicht von der Wand, selbst wenn ich wollte. Haben wir im Hinterkopf. So, ansonsten, es gab die Dame und die Tür. Was soll ich sagen? Eine Tür eben. Können wir da rein? Können wir die öffnen? Kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Ich habe jetzt auch nicht nach den einzelnen Krediten gefragt. Das haben wir irgendwo im Hinterkopf. Ich muss erst mal darüber nachdenken. Kein Problem, mein Herr. Kommen Sie jederzeit wieder. Okay, dann kommen wir dort vorerst nicht weiter. Vor der Tür hatten wir ja diesen Gullideckel, den wir ja aufhebeln müssen. Das hat das Spiel uns ja verraten. Okay, was wir mit der traurigen Gestalt machen sollen, ist mir auch noch nicht klar. Diesmal gehen wir zum Marktplatz, bitte, Spiel. Sehr schön. Du erinnerst mich an Zwerg aus Teil 1. Was haben wir? Wir haben ein Geländer.
Wir haben den Zwerg und ein Brecheisen. Wir suchen was zum Aufhebeln. Können wir das bitte mitnehmen? Zwerg hat sicher kein Problem damit, oder? Ich sollte vielleicht den Eisenhändler danach fragen. Ja, hast ja recht. Hast ja recht. Was hat's mit dem Gelände auf sich? Ganz normale eiserne Geländer. Können wir das irgendwie öffnen? Sag nicht, du fängst jetzt schon an, dich an Strohhalme zu klammern. Ey, das sieht so aus, als wäre da hinten dran ein Durchgang. Vielleicht bewegen? Ich schieb hier nicht einfach Krempel durch die Gegend ohne einen guten Grund. Ohne einen guten Grund. Okay, ich hab verstanden. Dann mach mich nicht so von der Seite an, mein Lieber. Du bist noch ein Jungspund. Da sagt man Ja und Amen, wenn ich was sage. So, Eisenhändler, gucken. Ein verhutzeltes Männchen, das Eisenwaren verkauft. Du schaust übrigens in die falsche Richtung. Seid gegrüßt, ehrwürdiger Händler edelsten Stahls. Seid gegrüßt, Reisender aus einer anderen Dimension. Aber wie zum Geier? Woher weißt du? Oh, das ist einfach. Nur Mädchen tragen in dieser Dimension einen Pferdeschwanz. Nee. Das hat gesessen. Ja, der war gut. Treffer versenkt. ich würde aber gern das Brecheisen mitnehmen. Wir machen mal nochmal nehmen. Ich sollte vielleicht den Eisenhändler danach fragen. Ja, dann tu's halt auch. Hallo, ich bin's wieder. Hallo. Aha. Wie läuft das Eisengeschäft? Es ist so glühend heiß und hart wie immer. Das Geld macht mir momentan etwas Sorgen. Wie das? Nun, seit der König sein Währungssystem modernisiert hat, bin ich total aufgeschmissen. Ich verstehe dieses ganze D-Mark- und Schilling-Zeugs einfach nicht. Und nun muss ich meine Steuererklärung abgeben und weiß nicht wie. Was genau ist dein Problem? Laut Steuergesetz 331b Paragraph 3 Absatz C2 müssen alle Einnahmen in D-Mark abgerechnet werden. Nun weiß ich aber nicht, ob ich die anderen Münzen richtig in D-Mark umrechnen kann. Kannst du mir vielleicht helfen? Ja, also ich denke, zumindest mit meinem Videogedächtnis, weil die beiden Wachen vom Schloss haben mir da irgendwie aufgezählt, Schilling und D-Mark und Heuflech und Kronen und hast nicht gesehen. Was ist Steuergesetz 331b? Das betrifft die Einnahmen von Eisen- und Metallhändlern, Zauberern und Eigentümern von Drachenhorten. Drachen ausgenommen. Davon gibt es bestimmt nicht viele. Ha, hast du eine Ahnung. Jeder glaubt heutzutage, er könne durch Mauern gehen und so ein Zeug. Ich meinte eigentlich Drachenhorte. naja. Im letzten Spiel gab es zumindest einen. Erinnerst du dich nicht? Doch. Wie dem auch sei. Kannst du mir nun helfen oder nicht? Ja. Ich kann es ja mal versuchen. Na gut. Ich habe drei Probleme. Schieß los. Gut. Wie viel D-Mark ist ein Goldtaler wert? Ein Goldtaler. Also mir war aufgefallen, dass 256 und so war eine der Zahlen gewesen. 11 würde ich jetzt ausschließen. 15 und 21, 6. Ich weiß es halt nicht mehr. Ich kann jetzt raten. Ich rate jetzt mal 15. 15 würde ich sagen. Dachte ich's mir doch. Was noch? Wie viel D-Mark ergeben 16 Nickel? Moment, ich schreibe mal gerade ein bisschen mit. So, 16 Nickel. Oh, ich weiß es nicht. Eine? Genau eine D-Mark. Das habe ich auch ausbekommen. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage. Ich kann's kaum erwarten. Wie viel Goldtaler ergeben ein Royal Flash? War das jetzt wirklich alles richtig? Royal Flash kam ziemlich am Ende. Royal Flash klingt halt viel. 200? Genau 200. Das kann nicht stimmen. Ich widme mich besser noch einmal meinen Lektionen über die Währung, oder? Was bekommt ihr Kinder in der Schule eigentlich noch beigebracht? Immerhin weiß ich, dass dem Eisenhandel nicht die Zukunft gehört.
Also hatte ich jetzt wirklich die ersten beiden richtig geraten? Okay, das mit dem Royal Flecht, das sollte kein Problem sein, das wieder bei den Wachen zu erfragen. Also, vielleicht ist es jetzt auch nur das letzte falsch gewesen, weil vorher schon alles falsch war. Also Junge, hast du das Geld? Nee, aber wie war das nochmal mit dem Geld? Wie war das nochmal mit dem Geld? Sicher, grundsätzlich besteht eine D-Mark aus 256 Pennies. 16 von ihnen ergeben einen Nickel. Und 64 von ihnen eine Krone. 2 Kronen ergeben einen Schilling. Und 3 Kronen sind ein Königsschilling. 5 D-Mark machen einen Silbertaler. Von denen 3 wiederum einen Goldtaler ergeben. Und 45 D-Mark sind ein Royal Flash. Ganz einfach. Okay, 45 D-Mark sind Royal Flash. Und das war die letzte Frage. Also gut, ich werde euch das Geld besorgen. Und lasst dir nicht allzu viel Zeit damit. Inflation ist so ein hässliches Wort. Wenn das jetzt wirklich stimmt, dann fresse ich einen Besen, falls wir einen finden. Einfach mal versuchen. Hallo, ich bin's mal wieder. Kannst du mir jetzt bei meinen Zahlen helfen? Ich denke... Ich kann tatsächlich, alter Junge. Na gut, ich habe 3 Probleme. Schieß los. Gut. Wie viel D-Mark ist ein Goldtaler wert? So, und da hatten wir 15 gesagt. 15 würde ich sagen. Dachte ich's mir doch. Was noch? Wie viel D-Mark ergeben 16 Nickel? Da hatten wir 1 gesagt. Genau, 1 D-Mark. Das habe ich auch ausbekommen. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage. Ich kann's kaum erwarten. Wie viel Goldtaler ergeben 1 Royal Flash? So, da hat er gesagt 5 und... Ach, wie viel Goldtaler, Schitte. Oh nee. Ich dachte, wir müssen alles in D-Mark umrechnen. Wie viel Goldtaler, Schitte. Dann hätte ich doch... Na gut, dann versuchen wir einfach mal... Also 200 war falsch. Bleiben noch 3 auf... 25? Das ist einfach. 25. Bist du sicher, dass du weißt, wovon du sprichst? Ich widme mich besser noch einmal meinen Lektionen über die Währung, oder? Was bekommt ihr Kinder in der Schule eigentlich noch beigebracht? Immerhin weiß ich, dass dem Eisenhandel nicht die Zukunft gehört. Ja, jetzt hast du es mal richtig gegeben. Also wir haben jetzt noch 2 Chancen. Wir machen jetzt Trial and Error. Ich bin's mal wieder. Kannst du mir jetzt... So, wir brechen... So, ich kann tatsächlich... Na gut, schieß los. Gut. Wie viel dem... Ich habe nämlich keine Lust zu rechnen. 15 würde ich... Dachte ich's mir doch. Was noch? Wie viel dem... So, genau 1. Genau, 1 dem... Das habe ich auch ausbekommen. Jetzt habe ich... Ich kann's kaum erwarten. Wie viel Goldtaler ergeben 1 Royal Flash? Ja, und es ist nicht 25 und nicht 200. Die 6 ist so selbstbewusst. 6. Bist du sicher, dass du weißt, wovon du sprichst? Was bekommt... Immerhin weiß ich, dass dem einen... Entweder sind die beiden anderen vorher schon falsch... Hallo, ich bin's mal wieder. Kannst du mir jetzt bei meinen... Oder es ist jetzt die vorletzte Antwort. Ich kann... Na gut. Schieß los. Gut. Wie viel... So, 15. 15. Dachte ich's mir doch. Was noch? Wie viel dem... Genau 1. Das habe ich auch... Ich kann's kaum... Wie viel Gold... So, dann muss es 3 sein. Die anderen hatten wir. 3, schätze ich. Auch hier stimme ich dir zu. Scheint, als hätte ich deine Hilfe gar nicht gebraucht. Wie steht's mit einer Belohnung? Nun, nimm dieses Brecheisen für Linkshänder. Simon, bist du Linkshänder? Vielen Dank. Ich hoffe, so viel zum Thema Edutainment. Ja, also wir haben jetzt was gelernt über ein ziemlich abstruses Währungssystem. Können wir... Oh mein Gott. Es lebe der Euro. Das ist schön einfach. Können wir damit auch das Gelände aufbrechen? Ich werde diesen Vorschlag einfach ignorieren. Ich hab dich auch lieb, mein Lieber. Na gut. Dann gehen wir das machen, von dem wir, denke ich mal, wissen, dass wir es tun können. Und zwar beim Kreditbüro. Da hat er ja gesagt, wir brauchen was zum... Aufhebeln. Da ist ein Brecheisen prädestiniert, oder?
Ja, 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 sieht gut aus. Ich traue mich noch nicht in den Kanal. Wir müssen uns auch eine Nasenklammer organisieren. Gehen zuerst mal in die Pause. Bis gleich.